springen! Oh! Die Vordertür ist auf! Zeit zum Messen, 4 Minuten! Feuer frei! Die Überwachung steht, ich klinke euch ein. Forster sind jede Menge in deiner Richtung. Gut. Hinter die Hash. Okay, weiter geht's. Oh oh. Der in der Ecke noch. Und da noch einer. Nicht verzetteln, wir müssen weiter! Ja, machen wir. Ich bin hier. Voraus ist alles sicher. Bewegung! Okay, wir müssen da gar nicht. Ich dachte, wir müssen jetzt direkt ins Wasser fliehen oder so. Da hätten wir bestimmt Tauchausrüstung da dabei. Mal rauf! Gut, Gegend. Scheint einige Schusslöcher drin zu sein, oder was weiß ich. Ah! Südkorridor. Ziele nähern sich eurer Position. Verlasse den Bau. Nehme den Steg zum Nest. Ich sehe minimale Aktivität auf der Straße. Ihr seid jetzt weg vom Radar. Minimale Aktivität auf der Straße. Was heißt denn minimal für dich? Auf die Ecken achten. Wer hat auf die Ecken geachtet? Erstmal unten Bescheid sagen, hallo, wir sind hier oben. Sich im Glasbau. Langsam. Ich glaube, jetzt zu schießen wäre ein Fehler gewesen. Ich habe erst versucht, von da hinten durch das Glas die Leute zu erledigen. Oh, El Capitan González. Wir werden ja als hier. Es geht los! Macht schon, Jungs! Sehr gut. Schnell, bevor die ganze Basis auftaucht! Ja. Bin fast am Zielort. Aber nur fast. Wo ist der Zielort? Sicher. 90 Sekunden zum Nest. 90 Sekunden. Was sagt die Zeit? Alles prima, ihr seid genau im Zeitplan. Das sind Forscher, die tun uns nichts. Plattform hier. Erstmal die Waffe nehmen und dann auf den Tisch damit. Hash, fang bei der Computeranlage an. Ich brauche 2 Minuten und 30 Sekunden für den Download. Roger, wir geben euch Deckung. Die lehnt ihr doch nicht ohne Grund an dieser Wand, oder? Schnappt ihr das Geschütz aus den Taschen? Sie Geschütz aus den Taschen? Die große Rampe. Schnappt ihr Minen aus den Taschen? Folgen uns über die große Rampe. Du hast 30 Sekunden, die Verteidigung vorzubereiten. Ich bin dabei. Ah, Schockwellen Claymore. Hesh, hast du die Daten über die Rakete gefunden? Ja, ist alles da. Technik, Design, Einbau. Zurücklaufen. Bin dabei. Brauchen aber ganz schön lange die Leute. Hier, komm die Rampe runter. Okay, Problem. Einfach noch ein paar davon werfen. Okay, und jetzt bereit machen.
Türen von rechts, hier gerade über die Rampe. Ich hab da auch was hingelegt, wenn ich wüsste, dass die über rechts kommen. Die habe ich aber beide getroffen da. Von links auf, natürlich. Hier, bitte. Oh Gott. Ach, die sind hinter uns. Ach, ist das behindert. Können die nicht wenigstens die Türen bewachen, unsere Teamkameraden? Ach, jetzt muss ich das wieder... Ich muss das wieder von vorne machen. Ich weiß, dass die über die große Rampe kommen. Deswegen hatte ich da auch gerade eben so schön das Geschütz hingestellt. Schnapp dir Minen aus den Taschen. Sie verfolgen uns über die große Rampe. Ich weiß. Du hast 30 Sekunden, die Verteidigung vorzubereiten. Fuck, das war schlecht. Hesch, hast du die Daten über die Rakete gefunden? Ja, ist alles da. Technik, Design, Einbau. Okay. Oh, das waren alle? Scheiße. Wie denn? Eine. Hierhin, eine hierhin, eine hierhin, eine hierhin und eine dahin und eine dahin. Und eine hierhin und eine dahin und weg hier. Machen unsere Teamkameraden eigentlich irgendwas? Komm schon. Mach hin, mach hin, mach hin. Fuck, fuck, fuck. Mich hier weg. Fuck. Nein. Ach. Hesch wohl lieber ran und erschossen. Lad nach. Was soll ich denn hier machen? Da sind zu viele. Einfach viel zu viele. Haben wir gar nichts mehr. Nein! Das ist so zum Kotzen. Ich wurde überrannt und erschossen. Und jetzt lad... Der hat natürlich genau in dem Moment gespeichert, in dem wir nachladen müssen. Das ist doch behindert, ist das. Ach, leck mich! Ob wir da auch nur annäherungsweise eine Chance hätten? Na, natürlich. Das kann ich noch 29 Mal probieren, das werde ich dann immer noch nicht hinkriegen.
Ups, falscher Knopf. Nein! Alter! Ich kann auf gar keinen zielen, wenn von überall Leute kommen. Okay, Daten gesichert. Es hat besser geklappt diesmal. Ich habe mich einfach nur auf eine Seite spezialisiert. Was einsetzen? Kommen Sie durch die Tresortür! Entkommen! Leute? Hash? Sehr gut. Na dann, weg hier. Kann sein. Wir gehen auf dem rechten Weg wieder raus. Waffen runter, aber schussbereit. Jetzt bereit. Bein, hilf ihm. Hinken. Erst schießen, wenn du dir den Weg rauskämpfen willst. Wollen wir mal. Okay, Keen. Alles gut. Das ist auf jeden Fall Spanisch. Sie haben den Bohrer. Sie treiben jetzt ihre Jungs zusammen. Das sehen wir auch. Ich schlage Feuer, sputet euch ein wenig mehr. Ich glaube, es ist gut, dass wir bislang noch nicht geschossen haben. Warum müssen wir so viel langsamer sein als unsere Teamkameraden? Habe kein Bild mehr. Okay, raus hier. Oh oh. Mach schneller. Sind dabei. Oh oh. Okay, der ist zum Glück aus. Ich glaube, es war sehr gut, dass ich nicht geschossen habe. Das wären viel zu viele gewesen hier. Fuck, falscher Knopf! Nein, ich habe E statt F gedrückt. Oh. Ja, ist gut, jetzt lass uns gehen. Boah. Es ist gut, dass wir nicht geschossen haben. Warum schießt ihr denn auf uns, weil ich eine Autotür boxe? Mann! Da sehen wir auch. Ich schlage Feuer, sputet euch ein wenig mehr. Ja, wir sollten uns ein bisschen mehr sputen, also lauft jetzt. Ash, Eric, Keegan, alle da. Ash? Ja, wir machen schneller. Aber diesmal F drückt wirklich E. Laufen Leute, laufen Leute. Schneller laufen, schneller laufen. Schneller, schneller, schneller. Schnell einsteigen. Ja, einsteigen. Na also, geht doch. Fuck. Keine Auto für Boxen, schon schießt doch keiner auf uns. Mit dem Angriff auf mein Zeichen warten. Okay. Mary, diese Daten, sie enthalten Opferprognosen. Opferprognosen für Städte. Überall in den USA. Toledo, Lexington, Chicago. Kick, wir verlassen gerade die Basis. Dann viel Glück. Haltet durch, Evakuierung in 2 Minuten. Oh oh. Sie kontrollieren die Wagen. Spielen wir mit. Halt an, aber sei bereit. ¿Qué pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro. No tenemos tiempo para esto. Hey, paren el motor. Quítense las máscaras. Quítense. Okay, weg. So, wir landen geschützt. Geschütz? Oh. Was ist denn für ein Geschütz? Ziele hinter uns! Seh ich! Wirf ihn doch! Raketen da!
natürlich. Ich habe viermal draufgehalten, viermal hat er daneben geschossen, obwohl ich genau drauf war. Ah. Weg. Ah, jetzt war der erste Schuss gleich ein Treffer, oder was? Der zweite auch. Das Eis? Auf das Eis! Scheiß auf die Schneemobile! Oh, nö! Von da rechts, ich dachte von der Brücke rechts. Vor uns. Sollte ich jetzt vielleicht verzichten, aufs Eis zu schießen, damit wir hier auch langfahren müssen? Also. Tauchen einfach durchs Eis durch, kein Problem. Nein. Okay, Ziel erfüllt. Sir, Sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja. Das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der dritten Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei ihrer Atlasbohrinsel im Herzen der Drake-Straße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Okay. Wir sind in Position. Atlas fällt. Ebenso. 25. Juni, 6.37 Uhr. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind das alle? Ja, das ist voll. Wir sehen uns um. Logan, Kamera einziehen. Los jetzt. Sprengsätze platziert und alle wieder da. Dann wollen wir uns mal vorstellen. Auf dein Zeichen. Hol sie runter. Peng. Das war wohl die letzte Patrouille, was? Kick? Ach, der heißt Kick. Ich dachte eben schon, wir können jetzt irgendwas treten oder so. Informieren, habe ich gerade gehört. Ich hoffe, ihr habt das auch richtig verstanden. Nicht neu informieren. Aktivität voraus, 12 Uhr. Das Gebäude vor uns. Position zurück. Ich würde mich auch gegen vier Gegner zurückziehen. Ah, es war doch klar, dass die wieder genau auf uns landet, die Granate. Ziele rennen zurück zur Bohrinsel. Bewegung, wir müssen zu. Sieht für mich aber nicht wie Zurückrennen aus. Warum können wir nicht durch die Plane durchgehen?
werf die wieder genau auf dich drauf. Wer schießt denn da von hinter uns, aber wir sind diesmal zu fünft unterwegs. Oh, guten Tag. Sie gehen auf den Stegen in Stellung. Los, hier rüber. Auf welchen Stegen? F drücken zum Hochziehen? F drücken. Los. Achso. Na dann. Auf mein Zeichen! Schritt 1, die Druckregulatoren ausschalten. Schritt 2, die Feuerregulierung überladen und das Ding in die Luft jagen. In Reichweite, nicht stoppen über dir. Bereit machen, oben dann Feuer frei. Oben dann Feuer frei. Vorwärts. Ich bin nicht der Chef, ich befolge nur Befehle. Bei Battlefield war ich der Chef und konnte keine Befehle geben, weil ich nicht sprechen konnte. Deswegen bin ich jetzt hier einfach mal nicht der Chef und gehe trotzdem meistens vor. Du ziehst dich nicht zurück. Keine Munition mehr, sehe ich gerade. Dann müssen wir mal die nehmen. Und dann weiter. Sprengschnur. Platziere Sprengschnur. Okay, Zündung. Na sicher. Ohne Vorwarnung. Peng. Stahltöne, Fresse. Druckregulatoren sind da vorne. Bewegung. Vorsichtig. Hash auf mein Zeichen. Los. Die Ecken sichern. Vorwärts. Vorwärts. Ziel. Tschüss. Gesichert. Los jetzt. Das muss jemand gehört haben. Nein, hat keiner gehört. Eine Ladung an diese Tür, Logan. Wir müssen los. Komm schon. Ach, jetzt muss ich das machen. Ich wollte jetzt extra aus dem Weg gehen, damit ich nicht wieder eine Tür ins Gesicht bekomme, aber... Was will der denn? Aber jetzt habe ich es verstanden. Lenkgranate. Sorry. Oh. Links einer, rechts einer, geradeaus einer, rechts kamen noch 15 rein in die Tür. Ja, jetzt mach hier dran. Schieb dich zur Seite. Hab ich schon gedrückt. Weg. Okay, Blendgranate. Hab ich gemacht. Keine Aktion mehr. Ja, so knapp, dass wir einmal sterben mussten. Aufpassen, wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Na dann. Was soll das werden, Schnauze? Schalt ab, Kleiner. Nein, nicht! Ihr jagt die hochfackelige Luft! Stopp!
Okay. Dann gib uns bitte rechtzeitig den Befehl. Warte noch. Hier weiter die Tür abschießt. Machen wir die beiden erstmal weg. Station hier mit dem Raketenwerfer rumzuballern, ist auch immer eine gute Idee. Erstmal das, was noch nicht kaputt gegangen ist, die Explosion selbst kaputt bomben. Weiter, Leute. Mary Cash, wo ist unser letzter Mann? Achso, die anderen beiden sind den anderen Weg gegangen. Und dann wartet mal. Oh, ein bisschen heiß hier, was? Eben mussten wir da unterhalb des Rauches bleiben, jetzt dürfen wir durch. Schützen! Danke! Tschüss! Oh! Das stört uns nicht, dass hier eine Granate hochging. Ich glaube, dass wir die irgendwie nicht damit rechnen würden, dass hier einer sitzt. Programmiert sind, dass sich hier einer verstecken könnte. Von vorne! Der MG ist da. Alter!
gemacht. Das sollten alle gewesen sein. Wasserdruck, Wasserdruck. Ich mach den Wasserdruck. Wasserdruck. Die Leiche da vom Schaltpult. Erledigen wir unseren Job. Wasserdruck? Wasserdruck. Ja, da liegt einer drauf. Halte den Druck im grünen Bereich. Ich überlade die Pumpen. Grüner Bereich. Kein Weg aus dem roten Bereich. Ja, ja. Okay, roter Bereich. Weg! Okay, 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 okay. Jetzt können wir, glaube ich, hier nicht sprinten. Ich hoffe es zumindest. Boah. Natürlich. Hinter euch. Ach was. Hätte ich nicht gedacht. Hesh? Okay. Natürlich. Eine der die vorletzte Sprosse, was auch sonst. Ich glaube, Atlas ist gefallen. Ja, ich glaube schon. Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Alter, ihr seht hier das Kampfschiff der Aegis-Klasse. Oh, ich glaube, es ist soweit. Fisch-KI. Das kennt man ja aus der Xbox-Ankündigung. Fische? 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 Oh, ist schon weg. Toll. Fisch? Oh, ist schon weg. Durch den Felsen durch. Fische? Oh, sie schwimmen weg. Toll. Nicht so weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Ja, Haie. Verdammt, nicht viel raus da! Hätten wir nicht schießen dürfen. Verdammt, nicht viel raus da! Wenn wir den Hai angegriffen haben, nichts viel raus da, oder hat es jetzt einer gehört hat. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode war, die Haie zu erledigen. Ich dachte, jetzt wäre vielleicht klüger. Sieht auf jeden Fall mega schick hier unten aus. Ruhig. Beweg dich langsam und bleib am Boden. Die Pflanzen sollten unsere Signatur verschleiern. Okay, dann bleibe ich mal unten. Ach, was ist beweg dich langsam? Bootpatrouille. Also sieht auf jeden Fall mega schick aus, muss man sagen. Warte, bis sie sich trennt. Okay. Okay. Weiter geht's, immer schön unten bleiben. Die suchen also auch etwas. In Position. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht sehr effektiv. Und noch einmal zwei oder gut gemacht. Los durchs Wrack, damit wir in Deckung bleiben. Und halt Abstand von der Oberfläche. Wir brauchen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich schon bekommen, dass man mit der Leertaste aufsteigt? Das ist eine Lichtquelle. Oh. Sie haben uns. Schalt sie aus! Und wer? Achso, die da. Fuck. Habe ich was falsch gemacht oder hätte man uns so oder so entdeckt?
einmal durch hier. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee, finde ich, so ein Unterwasserlevel. Es bringt ein bisschen Abwechslung rein und kenne ich persönlich so auch noch nicht. Ganz verstanden, was wir hier unten machen, aber gut. Auf jeden Fall irgendwas versenken. Ich denke mal, diese Schiffe werden wir auch irgendwann noch erledigen müssen. Das kam uns schon so oft in die Quere. Oder diese Schiffe. Sie scheint zu haben, was sie wollen. Ja, die zieht sich zurück. So eine gute Position zum Blockieren. Ich glaube, die habe ich. Feuerfreigabe.